Irgendwie sind wir alle Mama. Bei dem Begriff Familie denken die meisten von euch vermutlich an Mutter, Vater, Kind. Mein Gast heute, der Jochen, der hatte Lust auf Familie, aber er wollte das ganz anders. Du hast dich nämlich für Co-Elternschaft entschieden. Was ist das? Das heißt, dass ich ein Kind habe mit einer Person, mit der ich keine Liebesbeziehung führe. Okay, das war jetzt leichter. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Dachte. Genau, und dann wird es natürlich noch ein bisschen komplizierter, weil da noch mehr Personen mit dranhängen. Die Mutter des Kindes, die hat noch eine Partnerin und die ist auch Mutter des Kindes. Und dann sind wir zu dritt gemeinsam Eltern. Das ist Jochen König und er ist Papa. Er hat zwar keine Frau, ist aber trotzdem kein alleinerziehender Vater. Hä? Jochen hat zwei Kinder und die haben insgesamt drei Mamas. Und das nennt man Co-Elternschaft. Als Blogger und Autor schreibt er über Vatersein und Spielplätze, Geschlechter und Beziehung, Sex und Liebe. Jochens Vater-Move Nummer 1 ist das. Deine jüngere Tochter hat zwei Mamas und einen Papa, richtig? Genau. Und wie ist das alles? Wieso? Ich habe noch eine andere Tochter, die kommt aus einer klassischen Hetero-Paar-Beziehung. Mhm. Und ja, und da habe ich gemerkt, das ist gar nicht so einfach, so gleichzeitig Liebesbeziehungen zu führen und Eltern sein. Das ist eigentlich ganz schön viel für nur zwei Personen, weil das ganz schön anstrengend ist, mit so einem kleinen Kind, für dieses kleine Kind zu sorgen. Da bleibt zwangsläufig irgendwas auf der Strecke. Wir hatten einfach eben nicht mehr die Möglichkeit, mal spontan abends irgendwas essen zu gehen zusammen oder so. Und das, genau, das war ganz schön viel. Und dann gab es irgendwann die Trennung. Und auch dann dachten wir uns eher, eigentlich würden wir uns mal lieber ein halbes Jahr aus dem Weg gehen und so Emotionen abkühlen lassen. Aber das ging nicht. Gleich am nächsten Tag mussten wir das Leben unseres gemeinsamen Kindes weiter organisieren. Ja, aus dieser Erfahrung heraus ist diese Idee entstanden, ob das nicht vielleicht auch funktionieren könnte, wenn man diese zwei Sachen voneinander trennt. Auf der einen Seite die Liebesbeziehungen, auf der anderen Seite das Elternsein und das eben nicht mit der gleichen Person zu machen. Wart ihr irgendwie befreundet oder und habt dann gesagt, na okay, jetzt machen wir das zu dritt? Mit der einen war ich befreundet, ne? Die kannte ich vom Studium, wir waren jetzt keine besten Freundinnen oder so, aber wir mochten uns schon ganz gerne. Und genau, als wir zusammen angefangen haben zu überlegen, ob wir uns das vorstellen konnten, haben wir uns das auch erst nur zu zweit überlegt und haben uns getroffen und uns ausgetauscht, was haben wir so für Vorstellungen von Familie, wie soll das eigentlich ablaufen, wo soll das Kind dann leben. Uns war beiden klar, wir wollen beide Zeit mit diesem Kind verbringen und irgendwann kam dann eben auch noch ihre Partnerin hinzu und dann haben wir wieder geredet, wie können wir das zu dritt organisieren, wie wollen wir zu dritt Eltern sein. War dann doch irgendwie Panik, als es dann irgendwie hieß, okay, wir machen das jetzt? Warst du dann nicht trotzdem aufgeregt, weil es ist ja irgendwie, du kanntest das ja vorher doch nicht so, wie du es jetzt... Total. Wir haben uns das so überlegt und das war so klar, da passt total viel, aber diese endgültige Entscheidung zu treffen, das war schon aufregend. Manchmal, wenn wir uns getroffen haben, haben wir so ganz viel darüber gesprochen, wie wollen wir eigentlich gemeinsam Eltern sein. Und manchmal haben wir einfach auch nur Zeit miteinander verbracht, um einfach so ein bisschen Nähe aufzubauen. Wie sieht's denn bei euch aus? Wie ist eure Familienkonstellation? Auch ganz klassisch Mutter, Vater, Kind oder eben komplett anders? Schreibt's mal in die Kommentare, es würde mich auf jeden Fall interessieren. Du hast ja eben gesagt, dass du noch eine Tochter hast. Wie hat sie das alles so aufgenommen? Die hat sich voll gefreut, als sie eine kleine Schwester bekommen hat. Und natürlich hat sie auch bemerkt, dass die Konstellation anders ist als bei ihr. Aber das war für sie auch völlig schnell klar, dass das halt so ist. Einmal gab es auf dem Spielplatz so eine Situation, wo sie einem anderen Kind erzählt hat, wie ihre Familie aussieht. Und da hat sie so angegeben, in meiner Familie gibt es mehr Mütter als in deiner. Also sie sieht da so richtig auch die Vorteile dann darin. Ja, ja. Aber musstest du dich mit ihr hinsetzen und ihr das erklären? Klar, hab ich mit ihr viel darüber geredet. Aber ich rede ja mit ihr den ganzen Tag über 1000 Themen. Und Das ist dann ein Thema, klar auch. Ich habe das Gefühl, dass Kinder ganz oft irgendwie nicht so ernst genommen werden. Also die verstehen das wahrscheinlich besser als wahrscheinlich Erwachsene, oder? Für die ist das völlig selbstverständlich, ne? Die kennen das ja erstmal gar nicht anders. Das ist ihre Familie. Wie sieht bei euch der Alltag aus? Weil das stelle ich mir total kompliziert vor. Dadurch, dass wir nicht zusammenleben, machen alle alles, ne? Wenn die Kinder bei mir sind, bin ich mit denen alleine. Dann gibt es keine Rollenaufteilung. Dann bin ich der, der das Abendessen kocht, genauso wie der, der die Kinder ins Bett bringt und morgens in Kita und Schule bringt oder so. Und wenn ich die Kinder nicht habe, dann machen das die Mütter. Yeah. Wie sieht so eine Woche bei dir aus? Wir haben immer 14 Tage, die sich wiederholen. Ah, okay. Und innerhalb dieser 14 Tage sind die beiden Kinder ungefähr die Hälfte der Zeit bei mir und die andere Hälfte der Zeit bei den jeweiligen Müttern. Das heißt, wenn die Kinder bei mir sind, bin ich alleine mit den beiden Kindern und die sind auch Geschwister. Mhm. Und wenn die dann zu ihren Müttern gehen, sind die da jeweils Einzelkinder. Ich habe Zeit, auch mal mich wieder um andere Sachen zu kümmern und nicht nur Elternteil zu sein. Theoretisch klingt das super easy, aber ist das in der Praxis nicht doch so ein bisschen kompliziert, wenn da spontan ein Termin reinkommt? Wie in jeder anderen Familie auch, würde ich sagen. Ne? Wie werden Geburtstage bei euch gefeiert?
Geburtstage feiern wir meistens dann alle zusammen. Auch sonst, ne, wir übergeben das Kind jetzt nicht einfach nur irgendwie an der Straßenecke, sondern wir verbringen schon auch Zeit miteinander. Und so Geburtstage sind oder Einschulungen oder sowas, das ist so ein Anlass, wo wir wirklich alle zusammenkommen. Und auch sonst verbringen wir auch mal einen Sonntagnachmittag zusammen auf dem Spielplatz oder so. Und Weihnachten? Jetzt letztes Weihnachten haben wir wirklich auch alle zusammen bei mir zu Hause gefeiert. Mhm. Aber wir haben da jetzt keinen festen Plan. Es kann auch sein, dass im nächsten Jahr irgendwer zu irgendwelchen Großeltern fahren will. Und dann gibt es ja bei drei Eltern auch mehr Geschenke, oder? Ja, und es sind ja nicht nur drei Eltern, ne, sondern dazu gehören dann ja auch noch sechs Großeltern. Ah ja, also, ja, ich glaube schon, dass das durchaus... Ich beneide die jetzt schon so ein bisschen. Du hast es gerade eben schon erwähnt, dass deine Töchter dann erstmal wieder Einzelkinder sind und dann wieder zusammenkommen. Was ist, wenn die doch wieder Lust haben, miteinander zu spielen? Ach so, vermissen gibt es immer. Ja. Ne? Klar, wenn die Kinder bei mir sind, vermissen die auch manchmal ihre Mütter. Wenn die bei den Müttern sind, vermissen die mich oder das Geschwisterkind. Aber so ist es ja in jeder anderen Familie auch, dass die Kinder dann mal woanders sind. Wenn sie bei mir sind, bin ich mit den beiden Kindern alleine. Und dann ist schon klar, dass so das abendliche Vorlesen auch mal ein bisschen kürzer ausfällt, weil ich einfach zwei Kinder ins Bett bringen muss. Und ich glaube, das genießen die dann auch so ein bisschen, alleine zu sein, wenn die volle Aufmerksamkeit auf sie gerichtet ist. Ich habe jetzt ganz viele Vorteile gehört, aber gibt es auch so Nachteile? Für mich hat es keinen Nachteil, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht für alle passt. Also es muss ja auch nicht für alle passen. Ne, was schon ist, ich habe dieses Kind mit zwei Personen, die ich irgendwie auch liebe, weil ich habe mit denen ein Kind zusammen und wir werden die nächsten 20 Jahre miteinander verbringen. Aber das ist natürlich nicht so eine romantische Liebe. Wir gucken uns jetzt nicht in die Augen und sind ganz verliebt, weil unser Kind so toll ist oder so eine tolle Verbindung aus uns allen ist oder so. Das geht natürlich dann schon so ein bisschen nüchterner zu manchmal. Ja. Warum denkst du, dass sich das nicht so durchgesetzt hat, sondern dass es immer noch Mama, Papa, Kind ist? Naja, es verändert sich ja, ne? Die Familien verändern sich. Ich glaube, der Druck ist einfach sehr groß. Der war in der Vergangenheit noch viel größer, dieser Druck, ein bestimmtes Bild erfüllen zu müssen, ein bestimmtes Mama, Papa, Kind-Ideal erfüllen zu müssen. Ich glaube, es geht langsam erst los, dass Leute sich trauen, andere Wege zu gehen und andere Familien zu gründen, die sie vielleicht mehr glücklich machen als so ein Mama, Papa, Kind-Ideal. Wie sieht es denn aus, wenn du dein Kind zum Kindergarten bringst? Wie sind da die Eltern oder die Erzieher? Ja, mittlerweile haben sich alle dran gewöhnt und alles ist super. Aber am Anfang gab es schon eine gewisse Skepsis. Und es gab auch so eine Reaktion von wegen, naja, das geht mir jetzt mit der Vielfalt aber zu weit und so. Das war von einem Erzieher, der ist jetzt zum Glück nicht mehr in dieser Kita. Okay. Aber ja, der hat gesagt, genau, man muss sich ja heutzutage schon entschuldigen, wenn man ganz normal verheiratet ist. Als ob ich ihn irgendwie darum gebeten hätte, sich bei mir zu entschuldigen, weil er ganz normal verheiratet ist oder so. Also ne, Menschen sollen halt so leben, wie sie leben wollen. Und nichts anderes will ich eben auch irgendwie so, dass meine Familie genauso akzeptiert wird wie alle anderen. Mhm. Apropos Akzeptanz, wie ist das mit dem Rechtlichen generell? In Deutschland ist es leider nur erlaubt, dass zwei Menschen Eltern eines Kindes sind, auch nur zwei Menschen das Sorgerecht haben können. Und das heißt, eine der beiden Mütter von meiner kleinen Tochter ist rechtlich außen vor. Wir verstehen uns ganz klar als drei gleichberechtigte Elternteile. Und dann braucht sie eben eine Vollmacht, um das Kind aus dem Kindergarten abholen zu können. Im Alltag spielt das oft keine Rolle, ne? Wenn einfach eine Mutter mit Kind unterwegs ist, dann fragt ja niemand nach der Sorgerechtserklärung oder so. Deine jüngere Tochter hat ja zwei Mamas und dich als Papa. Aber wie nennt sie euch dann? Ganz unterschiedlich. Das ist aber sowieso bei uns ein bisschen kompliziert. Meine große Tochter sagt auch Mama zu mir, weil ich eben mehr Zeit mit ihr verbracht habe als die meisten anderen Väter. Und genau, ich so ein bisschen in der Mutterrolle war. Mhm. Und jetzt bei der Kleinen, die fängt gerade auch erst an zu sprechen. Viel sagt sie den Vornamen, manchmal aber auch Mama zu beiden Müttern, auch manchmal noch Mama zu mir und manchmal Papa zu mir. Also das geht sowieso ziemlich durcheinander bei uns. So. Derjenige, der sich halt eben angesprochen fühlt, ne, ja, in dem Moment. Ne, Mama ist halt so eine Rollenbezeichnung für die Person, die sich kümmert, die tröstet, die da ist, die das Kind ins Bett bringt. Und das sind wir irgendwie alle. Das war ein super Schlusswort und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben für eure Familie, für Mama, für Papa, für alle Brüder, Geschwister, alle. Und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein neues Video und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss! Wie sieht eure Familie aus? Beschreibt sie. Meine Mama hat lange Haare. Okay.